Alle, alle. Alle zinkriegt oder was? Was? Alle zinkriegt oder was? Was ist senkrecht? Ja, auf alle Duties bei euch. Ach so, sehr ja. Gracias, uns geht es gut. Sehr ich hoffe schön. Euch auch. Nein. Das freut uns doch. Schön zu hören. Moin. Ja. Alle, alle. So, der Rest moin, kommt moin. Noch, wa? Die können nicht so gut klettern. Die haben nicht so Kletteraffen mit bei, weißt du? Kein Problem. Ich muss sagen, es freut mich, euch kennenzulernen, weil wir sind nie dazu gekommen. Ja, stimmt. Wir haben euch versucht, ab und zu mal anzutreffen, aber ihr wart halt leider nicht am Anwesen. Wahrscheinlich wie immer im Krieg gegen irgendjemanden. Harte Zeit. Okay. Das ist typisch Santa. Ja, genau. Also, wir wollten uns auch mal kennenlernen gegenseitig. Natürlich. Bisschen ein paar Sachen besprechen, geschäftliche Dinge abklären, weißt du? Natürlich. Vielleicht fangen wir mal bei deinem Namen an. Ich habe gestern über die Tafelrunde schon mitbekommen, du bist Lloyd, richtig? Richtig, auf der Straße nenne ich mich Fuego. Mein richtiger Name ist Lloyd. Ich bin Zwölfer des Santas, dem Santa Sofia Kartell. Okay, okay. Ja, mein Name ist Jorko. Ich bin der Vize mit Ratare rechts von mir. Und unser Präsi ist Levi Ackermann. Vielleicht kennst du den auch. Welcher ist Ackermann? Levi Ackermann. Ist er da? Er ist im Urlaub. Ja. Und wir sind, beziehungsweise ich bin halt die Vertretung gerade. Der Name sagt mir auf jeden Fall was, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn kenne. Ja, kann schon gut sein, dass ihr euch beide kennt. Hm. Bin gespannt, wenn er wieder da ist. Ja, ja. Ja, Leute, wir haben über Ecken mitbekommen, ihr habt auch eine Drogenroute. Stimmt das? Das ist so korrekt. Wenn ich richtig liege, müsste das Meth sein. Auch das ist korrekt. Ja, ich bin einerseits hier, um mir ein Angebot anzuholen und andererseits, um unser Geschäft hier vorzustellen. Tja, bin ganz so. Ja, ja, okay, nur zu, hat er gesagt. Also, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Na ja, von mir aus kann ich das Ding vorstellen. Nee, also. Die Frage ging an Leute. Ach so, fangt ruhig an. Dann Sigi. Fang an, wenn du schon angefangen hast. Genau, also mein Lieber, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber wir haben uns die Nahkampfwaffenroute geholt und natürlich bringen wir dann auch Nahkampfwaffen mit, ja. Also wir haben jetzt, sag ich mal, 4 oder 5 verschiedene Ausführungen von Nahkampfwaffen. Einmal das Messer, das normale. Genji, möchtest du das mal zeigen? Jo, und beim Bruder, vielen Dank für den Verschenken. Ja, das müsste ich einstecken haben. Küss dein Herz, wir sind kurz vor 800. Kurz vor 800 Subs, Chat, kurz vor 800. Das hatten wir auch schon, dass den anderen tiefer gezogen haben, falls sie erschrocken waren. Wie dem auch sei, das ist das Messer, dann haben wir natürlich noch den Dolch auf Lager. Das gute Ding. Genau, das schicke Teil. Von der Qualität natürlich nicht zu vergleichen mit den Vorgängermodellen, ja. Das war ja Plastikgeschirr, was die da verkauft haben und in Umlauf gebracht haben. Auf jeden Fall haben wir denn natürlich noch die Kampfaxt. Zeig mal her, Genji. Die hat der Hatta. Achso, die auch hat ein sehr schönes Teil. Ja, sehr schönes Ding. Wir werden euch auch noch ein paar Mitbringsel da lassen. Habe ich auch tatsächlich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, habe ich irgendjemanden mal abgenommen. Ich sehe schon, bei dir wurde ein anderes Holz verarbeitet. Wirklich? Ja, davon gehe ich aus. Hast du das von der Leonda gekauft? Nein, ich hab's mir genommen. Okay. Ja, das ist. Ich habe aber nicht gesagt von Launa. Das Geschirr, was die da in Umlauf gebracht haben. Aber da haben wir anderes Material ranbekommen. Wir haben einen Top-Schmied organisiert. Und ja. Die ganzen Sachen kannst du dir gerne mal näher anschauen. Das ist so auf jeden Fall eine Sache, hinter der wir stehen können. Genau. Und dann haben wir natürlich noch die Machete. Auch ganz beliebt. Die Machete kennt ihr sicherlich. Die kennt ihr sicherlich, ja. Denn sind wir natürlich noch daran, Klappmesser und Schlagringe herzustellen. Ja, auf die Klappmesser warte ich schon sehr lange. Genau, da haben wir uns jetzt in Verbindung gesetzt mit einem Schmied und er sagt uns doch Bescheid, ob wir das Ding herstellen können mit ihm zusammen oder, ja, wir sind auf jeden Fall dran, sag ich mal. Ich werde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn das klappen würde mit dem Klappmesser. Ja. Ich bin dran, Leute. Ich bin dran. Das hört sich sehr gut an. Mit dem Klappmesser kommt dann auch hoffentlich der Schlagring oder das Schlagring. Keine Ahnung.
Deutsch war nie meine Stärke. Ja. Und ja, wir würden dich auf jeden Fall informieren, wenn es dann soweit ist. Was sind die Preise bei euch? Ah, das sage ich dir sehr gerne. Mich würde davor noch interessieren, wie sieht es denn aus? Seid ihr aktuell noch gut versorgt? Habt ihr da noch ein bisschen was oder könntet ihr das eine oder andere Messer machen? Also oder? So wie ich die Hermanos gehört habe, haben tatsächlich der ein oder andere Interesse, eventuell welche zu kaufen. Na sehr gut, dann kann ich dir mal die Preise durchgeben. So, das sind erstmal die Standardpreise. Das ist für ein Messer 30.000. Für die restlichen Dinger sind es jeweils 50.000. Aber ich gehe mal davon aus, dass hier deine Hermanos ein paar mehr Sachen bestellen. Das heißt, ab 15 Stück kannst du pro Stück 2.500 wegrechnen. Und dasselbe kannst du auch nochmal ab 25 machen. 50.000? Genau, richtig. Hat er mich gehört? Bitte ein wenig lauter reden, ja? Schön nix. Ist das viel? Also ich werde schon sagen, dass 50.000 etwas sehr teuer ist. Also der Preis unserer Vorgänger war 60.000. Und die Vorgänger von denen war 30.000. Richtig. Weißt du, da kann ich dir auch was zu sagen. Ich weiß nicht, wenn du sagst, und die Vorgänger von denen, ich denke, du redest von der MG13. C. Habt ihr bei denen etwas kaufen können? C. Dann seid ihr einige der wenigen Glücklichen. Das sage ich dir, wie es ist. Warum? Also natürlich kann ich hier meine Ware auch zu dem Preis anbieten. Aber es gibt genug Familien, die 2-3 Wochen lang versucht haben, hier was von der MG13 zu kaufen. Relax, vielen Dank für den Prime im dritten Monat, mein Bruder. Ola, danke für dein RP. Bleib so, wie du bist und viel gesund. So eine Gewinnmarge, was die da gefahren sind. So kannst du natürlich auch kein Geschäft aufrechterhalten. Deswegen wundert es mich da auch nicht, dass da Leute teilweise 3 Wochen warten, bis die da mal eine verdammte Axt herbekommen. Also wir haben hier einen von MG13, der kann gerne was dazu sagen. Ja, grüß dich, mein bester Jezza, mein Name, ehemaliger MG13. Ich kann dir garantieren, keine Familie hat länger als einen Tag gewartet. Ja, ist das so? Ja, ja, das ist garantiert so. Da haben wir Sachen gehört, aber alles gut. Alles gut, wir machen. Also ich sag euch ehrlich, Leute, macht euer Geschäft. Dankeschön, die Route gehört euch, die Preise bestimmt ihr. Da haben wir uns nicht einzumischen. Aber ich kann dir garantieren, und ich denke mal, eine Familie, in der ich gerade selber bin, hat eine sehr, sehr, sehr große Bestellung abgegeben. Patron, ich frage dich, ihr habt über 35 Waffen bestellt. Wie lange habt ihr gewartet? Eine halbe oder eine Dreiviertelstunde? Richtig. Also es ging am selben Tag noch. Also wir waren wirklich sehr, sehr schnell. Und also Jezza, die Sache ist, guck mal, das war jetzt kein Angriff gegen euch oder so. Alles das gut? Ist nur das, was wir mit den Familien bis jetzt besprochen haben. Das war das Feedback. Genau. Und manche wussten also, nicht mal, dass es noch Nahkampfwaffen gibt, verstehst du? Das war jetzt nicht meine persönliche Meinung. Alles gut, es ist gut. Ich finde es, also macht euer Ding, alles schön, alles deswegen super. Deswegen ja, es war niedriger. Ich bin grau, ich bin nicht mehr blau. Aber trotzdem. Aber wenn es jetzt um die Fairness geht, muss ich sagen, wir haben sehr, sehr gute Preise gehabt. Und wir haben sehr, sehr schnell geliefert. Also keine Familie hat länger als einen Tag gewartet für die Ware. Aber alles gut. Wenn die du das sagst, sag lieber, nochmal mal das aus erster Hand, also... Der ich wollte gerade sagen, ich war ja in der MG13. Der Markt ist sowieso im Wandel. Ich glaube, sowieso zu deiner Zeit waren die Preise ganz anders grundsätzlich, von der Herstellung bis hoch zu was weiß ich. Es hat sich natürlich bis dato einiges geändert. Und unsere Preise sind auch sehr fair. Kann ich dir so sagen, wie es ist. Ja, ihr seid tatsächlich die Ersten, die sagen, das erscheint uns teuer. Das kommt wahrscheinlich daher, weil wir aus erster Quelle auch verkauft haben. Und ich kann euch sagen, wir haben die 30 und 40 verkauft und ab 10 Bestellungen sind wir 5.000 runtergegangen. Das heißt, hast du 20 Macheten bestellt, waren wir bei 30.000. Das heißt, ist nochmal ein deutlicher Sprung. Und wenn wir hier als Familie Santa schon mal eine sehr, sehr große Bestellung aufgegeben haben von über 35 Waffen, dann klar vergleicht man das mit dem, wo man die letzte Bestellung gemacht hat, logischerweise. Da hast du natürlich recht, aber die Sache ist, innerhalb dieser Zeit hat sich auch viel verändert. Wie gesagt, Leute hat das gestern angesprochen, Inflation, Thema Inflation. Genau. Es ist viel mehr Geld im Umlauf, Geld verliert seinen Wert. Aber klar, ich kann gesehen, so viel Metall dazu sagen. Metall, ich sag dir mal so, die Leute auf Metall verdienen in einer Stunde, hatten wir gestern 100.000 grün. Also deswegen hatten wir diese Tafelrunde gestern. Guck mal, für die momentanen Verhältnisse sind die Preise sogar wirklich niedrig. Ich sage euch ehrlich, wie es ist. Alles gut, Jungs, ich mische mich in eure Preispolitik gar nicht ein. Ihr könnt ihr auch für 100.000 verkaufen, das ist mir sagen. Also schau mal, dann sagst du mir einfach oder fragst deine Hermanos hier, was ihr haben wollt. Und dann schau mal, dass wir da auf einen Nenner kommen, der für euch Sinn macht, ja? Ich denke auch, dass also, das so am besten ist. Schaut einfach am besten mal, was ihr da so braucht, was die Leute so haben wollen.
dann können wir uns gerne nochmal an den Tisch setzen und machen da einen Preis aus, wo wir sagen, das ist eine Sache, die für beide Seiten Sinn macht, ja? Das hört sich doch gut an, Merda. So machen wir das. Sehr schön. Dann freut uns. Wer wird sich denn da mit uns in Verbindung setzen? Ja, dass wir da die Nummern am besten austauschen. Ich bräuchte sowieso mal ein, zwei Nummern von euch, damit man euch auch mal irgendwann erreichen könnte. Sie, kennst du meine haben und von die Pablo und von die Caesar? Ja. Sigi, am besten schreibst du die. Ja, wie wird das geschrieben hier, Lloyd, wa? Lloyd, oder Fuego. O, oder was? L-Y-O-D. Ach so. Y-O. Dora, so. Dann da, den schreiben wir die Nummer. 160. Ja. 679. 679, sagst du. Es gab es noch. Weiß ich nicht, du, ob es Stress gibt. Weiß ich noch nicht. Ach, wo bist du denn jetzt? Da, hier. Wie war dein Name? Sigi, mit Zunahme Digi. Digi, Digi, ja. So, denn noch eine Nummer am besten zu mitschreiben. Sehen wir uns dazu. Ich könnte dir auch meine geben, seh. Wie ist dein Name, mein Bester? Juan Pablo Emilio Escobar Gaviria. Also, J-U-A, Anton Nora, Nordpol, Nora, ja. Juan, und dem nochmal. Pablo Escobar Mierda. Hä, der ist online gekommen, hat mir die Nachricht geschrieben und ist wieder offline gegangen. Juan Pablo Bar, okay. So. Sollst du die Nummer sagen, Mierda? Ja. 72 74 74 64 64. So. Si. Alles klar, Esco. So. Leute, ich hab noch eine Bitte an dich. Natürlich. Irgendwie über Ecken und Kanten mitkriegst, dass irgendwelche Leute die Nahkampfwaffen günstiger verkaufen sollten, dann würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn du dich bei uns meldest. Überhaupt verkaufen sollten? Das kann ich gerne tun. Kein Problem. Weil ich glaube, du bist dafür bekannt, dass du überall Informationen kriegst, oder? War da nicht was? Das ist so korrekt. Genau. Ja, und wie sieht es bei euch aus? Meth? Wir besetzen die Meth-Route. Bei uns kann man sich einkaufen für eine komplette Woche. Man ist nicht gezwungen, die komplette Familie einkaufen zu lassen. Man kann vereinzelte Personen rein tun, die sagen, wir kümmern uns nicht um das, um die Waffen, sondern wir wollen Dollars machen, weil man braucht ja nicht alle. Die können sich einkaufen für 150.000 Dollars grün für eine komplette Woche. Sie brauchen ungefähr 3,5 Stunden. Um diese Dollars wieder zusammenzubekommen. Alles andere, was sie in der Woche machen, gehört ihm. Sie bekommen den Sammler, den Verarbeiter und den Verkäufer. Würden sich damit 2 Millionen ausgehen? Rechne es hoch. 10 wären dann 1,5 Millionen, richtig? 10. Ja, das 12 ist doch gut. Wären wir schon bei 1,8 Millionen. Und 13 Leute wären wir bei knapp 2 Millionen. Okay. Und hast du da auch Angebote für die ganze Familie? Für die komplette Familie würde ich 30.000 pro Person runtergehen. Sprich 120.000 Dollars. Aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Denn ich habe gemerkt einmal, in dem Business arbeiten nicht die komplette Familie. Und jeder ist glücklich darüber, wenn man nicht für die komplette Familie bezahlt. Ja, hast du auf jeden Fall recht. Ja, das kommt immer drauf an. Ja, erfahrungsgemäß kann man das eigentlich so unterschreiben. Naja, ich habe dann auf jeden Fall eine Zahl, Leute. Si. Und wir sind sowieso daran interessiert, uns demnächst irgendwo einzukaufen. Und ja, es kann sein, dass wir dadurch gute Geschäftspartner werden. Man weiß ja nie. Wir reden das auf jeden Fall einmal. Ihr guckt ja sowieso einmal wegen den Waffen, wie es bei euch aussieht. Sehr. Und dann können wir uns ja nochmal zusammensetzen. Natürlich, sehr gerne. Sehr gut. Ja, hat noch irgendjemand was? Hm,
Erstmal nicht. Hat mich auf jeden Fall mal gefreut, hier die Santas kennenzulernen, ja? Mich ebenfalls. Wo findet man euch, wenn man euch suchen sollte? Hier, da bin ich nochmal. Du findest mich am Casino. Da beim Casino? Ja, richtig. Ah, dann weiß ich wo. Licht gegenüber vom Taxi. Seh. Verstanden. Alles klar. Weißt du noch, Madame Escobar Lobar? Sigi Mierda. Ja, genau, okay. Die merkt es mir. Sauber. Perfekt. Ich merke mir deinen auch. Wie heißt es denn, Muzazzo? Warte. Juan Escobar Lobar. No Mierda. Juan Pablo Escobar. Dann muss ich dann umspeichern. Alles gut, das machen wir. Und ja, deine Gastfreundschaft. Ja, Leute, wir hören uns. Ich hab zu danken. Alles klar, Männer. Macht's gut, ja? Bis zum nächsten Mal. Adios, Tschüssi, Kowski. Adios, Hermanus. Tschüssi, Kowski. Adios. Adios.